Servus Leute, Knochen hier. Heute fahre ich die Minekase, ein Zerstörer, Rang 5 bei den Japanern. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich glaube bei jedem Video, wo ich irgendwie Zerstörer fahre, dass ich echt nicht für Zerstörer geeignet bin. Aber ich habe ja auch so einen Fetisch, wo ich natürlich mir sage, ich will ja jedes Schiff fahren und ich will die auch fertig erforschen, modifizieren und das nächste Schiff fahren. Und so bin ich halt hier auch wieder mit dem Zerstörer unterwegs. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das Gefühl, mit der Minekase läuft für mich bisher am schlechtesten überhaupt. Also wirklich am schlechtesten. Ist ja so grottig. Und ich komme teilweise überhaupt nicht zu irgendwas. Und wenn ich einen Gegner sehe und er ist jetzt richtig gut in Position, jetzt kommt dann der Zerstörer und fetzt mir den weg. Jedes Mal dieselbe Kacke. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja, oder ich habe Pech und denke mir, jetzt bist du super clever. Bis hier irgendwo, wo es relativ sicher ist, dass wir ein paar Torpedos hier probeweise rausfeuern. Ich habe ja nur 7 Kilometer Reichweite hier mit dem Ding. Das wird sich auch nicht erhöhen. Ich habe ja schon alles fertig. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist halt das nächste Schiff zu erforschen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, habe halt irgendwie echt nicht viel gerissen mit dem Schiff bisher. Außer die Runde davor, da hatte ich immerhin 2 Kills, deswegen dachte ich mir, komm, nimm mal ein Video auf, sonst wird das überhaupt nichts mehr. Hier, ich krieg das nicht fertig. Irgendwie ein vernünftiges Video. Ich habe zwischendurch schon welche aufgenommen, wieder 5, die ich gleich in die Tonne getreten konnte. Wo man gleich am Anfang weggefetzt wird. Oder ich wurde von der Gnevni gekillt. Das muss man hier reinziehen, von der Gnevni. 4 Torpedos rangekriegt. Also einer hat ja gereicht eigentlich, aber 4 sind insgesamt reingegangen. Storchs, wie spricht man dieses Schiff aus? Sie zusehen, dass ich näher rankomme. Aber ich habe auch das Gefühl, auch jetzt bleibe ich nicht lange am Leben. Ich fühle das irgendwie, ich weiß nicht, das ist so wie weibliche Intuition, ne? Damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass ich eine weibliche Person bin, aber... Oh, in Nürnberg wäre natürlich auch gut. Eigentlich wäre die Nürnberg sogar besser. Ist jetzt meine Reichweite, aber ich weiß nicht. Man darf natürlich... Oh ja, hier ist eine Insel. Scheiße, na, das wird natürlich so nichts. So, und jetzt verpeilt sich hier wieder alles und... Na, okay, vergessen. Nebelwerfer gestartet. Nee, das wird überhaupt nichts. Die kriegen das zu schnell mit, zumal die Nürnberg relativ schnell ist, aber ziemlich wendig ist. Upp. Immerhin interessiert sich die Nürnberg noch nicht für mich. Dann wird er anders. Oh, da ist noch einer Mahan. Ist natürlich blöd, wenn man jetzt schon auf die Schnauze kriegt. So, gerade mal 3 Minuten hier. Ich glaube, ich werde mit der York fahren. Torpedos voraus. Aber vielleicht werde ich doch nicht mit der York fahren, aber ich warte erstmal, bis die Torpedos durch sind. Ich muss noch irgendwas versenken, bevor es mich zerfetzt. Ich hätte gedacht, er kriegt mehr ab. Ich hätte damit gerechnet, dass er mehr abbekommt, aber... Weil er dann noch nur einen Torpedo. Jede Seite hat schon hier einen Zerstörer verloren. Oft sind ja die Zerstörer auch die Schiffe, die am ehesten fortgefegt werden. Eine Gneisenau. Sackratte. Maschinenboost aktiviert. Das trifft sich natürlich. Das muss ich ganz schnell irgendwie ran. Und hoffe, dass... Oh, shit. Und hoffe, dass die York den nicht irgendwie platt macht. Ich meine, er kann ja auch Torpedos absetzen. Das ist ja nicht das Problem. Machen wir den nicht weg. Torpedos direkt voraus. Ja, der die Dinger denn... Komm, das muss auch irgendwie funktionieren. Bitte, bitte, bless, bless, bless. Okay. Jetzt knallen mir die Sekundären so eins in die Fresse. Aber das bietet sich ja an. Das wird auf jeden Fall sicher. Ein sicherer Kill. Komm, da kam die Kase. Ich hab geklopft. Buh, 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 buh. Yeah. Super, aber mich haut hier auch aus den Latschen. Ah, ihn hier. Komm, den hier noch schnell. Da. Oh! Wichser, ich hoffe, der stirbt, ey.
Er ist tot. Dann machen wir gleich noch eine Runde, ne? Alles klar. Guten Tag. Noch hier mit Kaiser und Francie. Heute fahre ich die Minikase. Rang 5. Bei den Japanern. In Dienst gestellt. 19, 20. Ich fahre maximal 39 Knoten. Hab 4x1, 120 mm Hauptgeschützartillerie. Bis 7,6 Kilometer Reichweite, lächerlich im Allgemeinen. Und drei Zwillingstorpedowerfer A 533 mm mit maximal 68 Knoten Torpedogeschwindigkeit. Guten Tag, ich Guten Tag. Fahre ein Schiff. Punkt. Ja. Weißt du, was am meisten nervt? Ja, du fährst die Kongo. Ach stimmt, da steht Kongo. Die Kongo. Ja. Ich frage mich über Kongo, da denke ich sofort an Afrika. Und frage mich, warum haben die Japaner... ich denke immer an King Kong. King Kongo? Auch nicht schlecht. Ich habe richtig beschissen FES, aber mittlerweile denke ich auch, ich glaube, mein Rechner ist... Natürlich, ich denke, wo ist mein Plan hier? Auch nicht schlecht. Ah, ja. Komisch, dann machen wir mal ein Weilchen Pause und schon ist hier mit den FPS echt für den Arsch. Aber gut, am Abend läuft es irgendwie eh schlechter. Ich will ja eigentlich rüber zu A. Ja? Ja, die haben schon fast gekappt da, also... Oh, da sind aber die Gegner. Ja, ich sehe eine Nikolas. Ich greife okay, Nikolas an. Ja, wenn du es schaffst. Der Nachteil ist natürlich, dass die Nikolas, wenn ich sie jetzt angreife, die wird mich aufdecken. Das ist auch schon fast weg. Aber jeder Zerstörer, der weg ist, ist für mich ein Plus. Wäre schön, wenn ich mal schießen dürfte. Oh, die ist schnell. Das wird doch... Oh, ich glaube, ich brauche gar nicht zu schießen. Nikolas ist weg, dann darf ich wieder Munition wechseln? Ja. Wie gesagt, wenn du eine Munition, die jetzt nicht als wirklich richtig gilt, wenn du die schon geladen hast, dann lass sie einfach drin, schieß die Salve und dann wechsel sofort danach. Ja. Das ist ja dieselbe Nachname. Ich schieß jetzt mit, in dem Sinne. Mit AP. So wie du das gesagt hast. Ja, ich sag das nicht, ich sag das nur, weil, also ja, gut, ich sag das, aber ich hab das so gesehen, beziehungsweise hat jemand so als Tutorial mal angegeben und es erschien mir doch relativ logisch. Ich gucke jetzt erstmal rum und cappe ein bisschen mit. Was habe ich denn im Visier? Achso. Oder nicht? Ich habe meine Artillerie aus. Treffer. Wow. Aber liegt schon fast von uns. Ich denke mal, dass es von uns ist. Ja, das Problem ist, ich habe ihn in Nagato im Visier gehabt. Oh shit. Ne, Nagato im Visier, aber die fährt gerade weg. Ja, auf die habe ich geschossen. Die brennt aber nicht von mir. Ja, ich fahre jetzt hin da zu dem Ding. Obwohl, hier kommt noch Turbo. Miyoko. Ja, die Miyoko, die muss ich irgendwie treffen. Die wurde entdeckt. Ich mach mir jetzt einfach als Rückzugsort. Wie wär's, wenn man endlich nachladen würde? Okay, ich muss meine andere Seite. Schnell, 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 schnell. Get a quick ball. Okay. Ich habe ganz schön was abbekommen. Torpedos kommen. Sie schießen immer noch. Die wollen mich sterben sehen. Das ist die Bayern, Scheiße. Die auf mich schießt. Jetzt ist die Frage, kommen meine Treffer überhaupt noch an, meine Torpedos noch an? Da ist noch ein Zerstörer. Die Kiew.
Der ist aber weiter weg als meiner Kilometer? Wie? Scheiße, der ist ausgewichen. Brandverursachung hier oder irgendwas. Ich meine, die Artillerie ist wirklich lachhaft. Okay, ich habe einen Brand verursacht. Das hält erstmal noch gar nichts. Gut, für nichts geschossen. Danke. Okay, ich werde wieder beschossen. Titanfick. Von? Mit dem anderen Gesocks hier. Warte nach. Ja, danach. Oh, der Schiff. Das ist träge. Cracks for Breakfast. Den werde ich jetzt einfach verfolgen. Ich muss ihn so ein bisschen hetzen. Der kriegt mich ja mit. Der ist ja nicht, der sieht mich ja, ne? Weil er mich auch gedickt hat. Außerdem bin ich ja ziemlich nah hinter ihm dran. Ein bisschen näher, damit ich den Ranger da. Ah, ne, Quatsch. Scheuert. Falsche Muni. Die Miyoko dreht, die Miyoko dreht. Also das ist nicht so. Okay, jetzt wurde ich entdeckt. Eigentlich bin ich zu weit entfernt, weil das Blöde ist, aus dieser Entfernung. Ja. Kriegt er mich locker hier weg. Also eigentlich hatte ich Torpedos abgeschickt, aber angeblich. Die Miyoko haut ab. Okay, wo ist der Flugzeugträger? Der war eben hier. Oh, ist das schlimm. Ja, denn ich muss meinen Ärger ein bisschen Luft lassen. Guck mal, das war jetzt alles nicht so schlimm. So, ich beschäftige mich jetzt mit dem. Mach das mal, ich bin ja schon weg. Ich habe nur 4 Treffer gemacht. Ne? Ich find's eigentlich blöd, weil ich habe ganz schön viel Mut gezeigt, ja. Ich meine, es ist ja so, gerade je kürzer die Torpedoreichweite, desto mehr musst du ran, wenn du wirklich mit Torpedos was machen willst, ne? Ich habe mich auch gewundert, warum sind die nicht rausgegangen, obwohl ich raufgeklickt habe. Oh ja. Ich schaff das. Ja, ich sehe den Flugzeugträger. Der wollte mich. Also ja, auch dann. Der wollte mich jetzt eben. Ärgern? Guck mal, dieser Frags for Breakfast. Oh, da ist noch der andere, die Miyoko ist noch da, ne? Was ist denn die Miyoko? Ach ja, ja. Rechts. Wenn der jetzt auch noch verreckt, dieses. Wer die beschäftigen sich mit dem? Der schickt. Lacker ohne Skill, das bin ich. Okay. Petrus. Ja, es kann sein, dass die Gneisenau den jetzt gleich wegschießt. Scheiße, obwohl ich nicht sehe, wo der jetzt hinzielt, weil ich bei Liebe doch. Hä? Wieso ist das Flugzeug eben verschwunden einfach? Na, der hat doch schon abgeschickt, oder? Okay, bleib einfach auf den drauf, ist egal. Dreh so, dass seine Türme in die Richtung zeigen und dann ballern ihn weg. Ja, jetzt aber zu mir. Ja. Ich weiß es. Oh, komm, lade nach. Was soll diese Scheiße? Du kannst auch ein bisschen gegensteuern. Dann ist es besser, weil dann dauert es nicht so lange, bis sie sich in die Richtung gedreht haben, die Türme. Der ist hoffentlich eh gleich weg. Hupp, weg ist er. Aber der hat seine... Also der hat auf jeden Fall noch welche losgeschickt. Die machen noch ihren Angriff. Aber nicht auf dich. Dein Glück. So, dann kann ich wieder wechseln, ne? General Dosenbier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mit der Mine Kase. Also, ich habe die an Steel Ocean gespielt. Da war ich ziemlich gut eigentlich. Wenn ich mich recht entsinne. Aber das ist eine andere Spielweise. Das kannst du nicht mit dem Spiel vergleichen. Nur weil es so Kriegsschiffsspiele sind, ist das nicht dasselbe, ne? Hier weiß ich nicht. Das ist jetzt bestimmt das 12. Video oder so, was ich aufzeichne, ne? Ja. Und dann habe ich noch ein anderes, wo es ein bisschen, wo ich ausnahmsweise mal was versenkt habe, aber echt voll schwierig. Ich weiß nicht, warum das so schwierig ist mit der Mini-Kase. Ne? Ich habe ja Videos, da habe ich schlechtere
Oder auch mit den Russen. Auf jeden Fall besser gewesen als jetzt mit der Mine Kase. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, jetzt darf ich nicht vergessen, die meisten dieser Videos sind schon älter, ja, oder alt. Ne? Und ob sich jetzt irgendwas verändert hat, weiß ich nicht genau. Aber es war echt anstrengend. Irgendwie mit der Mine Kase irgendwie was aufzuzeichnen, wo man irgendwie vernünftig ist. Aber ich bin auch nicht so der Zerstörertyp, habe ich immer gesagt, ne? Das ist die Kiro. Der Kriegkas. Kriegskäse da. Okay, da kommt er wahrscheinlich nicht ran. Die ist 22. Das hinter diesen Inseln. Ich schieße immer noch auf die Flugzeuge. Also. Ja, ja, die wissen. Die bleiben ja erstmal noch ein paar Minuten erhalten, weil der eigentlich wollen die ja zum Schiff zurück, weil das ist ja nicht mehr da. Da hat letztens auch einer lauter Kills gemacht. Ich schicke noch manchmal Drohnen raus, die schicken auch noch was ab, ne? Hab noch einen versenkt und alle Schiffe, alle Flugzeuge sind noch vorhanden und einer hat mit seinen Jägern alle abgefetzt, ne? Der hat ja so schon welche runtergeschossen und so, ne? Auch von dem anderen Flugzeugträger, der ihn angegriffen hat, ne? Von uns. Ja, und an mir hat er dann nochmal 16 Flugzeuge abgeschossen, ne? 16! Einfach mal pupp! Die konnten sich ja nicht wehren, weil niemand mehr da, der die irgendwie befehligt, ne? General Dosenbeer. Bist du auf Herrn Lautsprecher? Was mit Lautsprecher? Ja. Ja, so heißt er ja. Denn, ja, soll ich mit AP oder eben auf den schießen? Ja, okay, eigentlich mit AP. Weil es ist ja, das ist ja auch irgendwie logisch. Deine großen Geschütze mit AP, also panzerbrechend, ja, können natürlich dieses Schiff auch durchdringen. Mit dem Zerstörer brauchst du natürlich nicht auf ein Schlachtschiff mit AP schießen, da wirst du nie durchkommen, ne? Das gab's auch bei Steel Ocean, da war es dann immer so, irgendwie seine Panzerung ist zu stark, wurde immer gesagt, nur auf Englisch. Oder wir können ihn nicht durchdringen, seine Panzerung ist zu stark. Ist auch logisch, wenn du damit 120 mm schießt, das ist ja gar nicht. Du hast du 533 oder so. Okay. Und er ist weg. Ach, die haben noch einen Zerstörer. Und die haben drei Basen. Guck mal, da fährt der eine mit 9 Leben rum. 9 Leben. Oh, Insel, ne? Diese scheiß Insel hier. Die Säulen, ne? Ich glaube, der mit 9 ist eh gleich weg. So wie den einer sieht und der braucht nur einen Furz abkriegen, ne? Dann ist er weg. Ich auch. Aber der verschwindet mir die ganze Zeit. Ach, dieser. Der bleibt da jetzt stehen. Der ist da jetzt stehen geblieben. Die New York, oder was? Ja. Oder er. Weil da, die Inseln sind und der Captain. Naja. Spaß machen. Scheiße, keiner in meine Reichweite. Doch, die New York, Donnerchen. Aber er scheint wahrscheinlich hinter einer Insel zu liegen. Aber wenn du links fährst, müsstest du, glaube ich, durch dieses... Aber, na, okay. Ist weg. Ist weg. Unser Sieg ist in Sicht. Ich sag dir mehr, der Tod willkommen. Wenn du jetzt nach rechts fährst, dann müsstest du den in diesem Donnerchen ja treffen können. So. Und zwar da, wo das Gebirge platter ist. Da. Die Minikase ist ja auch fast weg, sehe ich gerade. Bitte trifft ihn. Oh Mann, Jorana, echt jetzt. Ja, Jorana, echt. Ach, ist doch scheißegal, jeder weiß nicht, weiß nicht. Ja, Ute. Gut. So, Ute, wir haben gewonnen. Jutta. Ich bin die Letzte, wahrscheinlich.
Oh. Also meine Gefechtsleistung war lächerlich. Oh Gott. Ich sag, dieser Zerstörer ist echt Albtraum für mich. Ich weiß nicht, wieso gerade der, aber ich kann es mir nicht erklären. Oder ich bin zu wagemutig und bringe mich immer in Situationen, die auf jeden Fall mein Leben schwerstens verkürzen. Ja. Ja, guck mal, ich habe nur 4 Treffer und einmal Eroberung unterstützt, ne? Wie viele Treffer habe ich? 10. Kommt vor, auch sowas gibt's mal. Denn wir spielen ja ohne Schummeleien, ohne Aimbot, ohne Aim Assist und ja, ohne irgendwas, ne? Ja, wenn man auch schon irgendwie einen halben Kasten Bier getrunken hat, ne? So wie du dann immer. Und 3 Flaschen Wodka, ja, so wie ich. Dann zittern schon die Hände. Ja. Und die Optik lässt ein bisschen nach, genau. Trotz allem, danke fürs Zuschauen. Hinterlassen ein Abo oder wir erschießen euch. Oder. Ne? Also wäre schön jedenfalls. Und zum besten Dank. Bis demnächst. Horridot. Ciao, ciao.